Freunde, schon geht es weiter mit Dark Pictures mit Spartau und Ermex. Da ich gerade Anschiss gekriegt habe. Deinen Darm. Was? Anschiss? Warum? Nee, scheiße, da wäre ein Stück Wurst mitgekommen. Na, Anschiss, weil ich mir was zu trinken holen wollte. Von wem denn? Na, von dir. Oh, jetzt isst der da irgendwas. Ich will auch was zu essen haben hier. Nein, du nicht. Ich beiß in mein Mikrofon. Da drüben. Julia! Robots? Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare. Ey! Ich hab meinen Penis. Da haben wir ja nicht mein Klimblerboard da aus der Hand. Wollte gerade Notizen schreiben. La 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 la. Zurück! Wichtige Dinge für das Nachleben. Bleib weg! Der Zauber wird nicht. Los! Ey, du Ficker, mein Armband! Ich hole mir das jetzt, wo ist das? Ey, fass mich nicht an, du Strichkopf! Warte, ich komm mit. Ich lasch den um. Los! Oh, wenn ich könnte, wie ich wollte, ne? Der Ding, oh, grad so. Zurück! Hm? Ich versuche grad zurückzugehen. Geht nicht. Hm. Er wird da rumgeschubst. Guck mal, ich geh so richtig deprimiert, so Kopf nach unten. So. Oh, mein Armband ist weg. Ich hab einen Schreibschuss am Kopf. Was machst du denn da? Zurück! Was knallt denn hier so laut? Also ich finde, hier hätte man ja mal ein bisschen putzen können, bevor wir hier kommen zum Film drehen. Mask of Madness. Okay. Das ist ja widerlich hier. Ich fühle mich wie im Schlachthaus. Na los, marsch! Marcel, jetzt braucht ich sie! Oh, hier würde sich doch bestimmt die militante Veganerin wohlfühlen, ne? Lass mal ein Onlyfans-Bild machen hier. So Catwoman-mäßig. Hey, es ist dunkel hier drin. Stell dir mal vor, militante Veganerin, ne? Catwoman-Anzug in so einer dreckig versifften Bude, ne? Oh mein Gott. Und dann so, ja, ich bin die Sau von der Wohnungsbau. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Dein Auge wird auch immer gelber. Alter. Selbst die dumme. Ich hab eine Trophäe. Oh, Trophäe. Nächstes Mal, wenn dich deine Jungs zum Schnattern beiseite nehmen, frag sie doch mal nach Natur. Weißt du was? Oh, du Bitchfight. Yeah. Miau. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nee, wir würden da ein paar Sachen einfallen. Verschwinden von hier. Definitiv. Einmal ist kein Mal oder das letzte Mal sollte man genießen. Ja, seien wir wachsam und warten einfach auf den richtigen Moment. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden,
Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen? Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Aber wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht hast du dich jetzt entschuldigt? Etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, nee. Dass du also ich könnte es nicht versuchen mit diesen Typen hattest. Macht er das von sich aus? Ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also ja. Fies. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Die Frage ist, was wollen die Typen hier? Und was ist jetzt? Hey, geh aus dem Weg. Was ist los? Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Die Vorzüge unserer Kreuzfahrt. Oh, was hab ich denn hier? Weißt du, was diese Fischer wollen? Eine Brille. Na, das ist ja süß. Ich werde sie behalten und nenne sie Rudi. Wir wollen bestimmt bloß mit dem Mandschurei-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Dann sind wir am Arsch. Also, was tun wir? Okay, wir sind gerettet, Ermex. Wir schleichen uns raus oder wir kämpfen. Warum? So einfach. Ich habe eine Brille gefunden. Jetzt müssen wir nur noch MacGyver hier haben. Der holt uns hier raus. Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und einen für alle Fälle. Okay, klar. Bis später. Was stehen die denn dann da rum? Verpisst euch doch mal. Nee, wir haben gequatscht. Ja, sie sollen doch nicht quatschen. Aufstehen, Wege suchen. Hier, guck mal, ich hab's gefunden. Alle Frau wieder, zack. Ich hab auch was gefunden. Wieder Hulk, den Schrank beiseite gerückt. Der Ski-Hulk halt, ne? Hab ich nie geguckt. War tatsächlich besser, wie ich dachte. Ehrlich? Ja, ja, ich wollte so fast nicht gucken. Meine Frau hat mich gezogen. Gesehen. Oh, du Armer. Musstest du das jetzt sagen? Heb die Hand, wenn das nicht ernst gemeint war. Ach so, warte, muss ich ja die Kamera wieder einblenden. Mal sehen, ob ich das abkriege. Nee, ich guck jede Mal, wisst ihr ja. Manche sind halt besser und manche schlechter. Nee, das habe ich irgendwie nicht gucken wollen. Ich weiß nicht warum, weil das war, fühlte sich irgendwie so an wie diese ganze Transgender-Kacke da wieder, ne? So auf einmal muss alles verweiblicht werden. Naja. Aber das tatsächlich gibt's ja Ski halt in den Comics, ne? Komm und schau mal. Aber ich kann jeden verstehen, echt? Der sagt, ja, ja. Jonah hat's nie geguckt, Ronny hat's nie geguckt, also eigentlich alle, die ich kenne, oder mit Strange, das geguckt hat. Ja. Und für das, was ich erwartet habe, war es wesentlich besser. Ja, ne? Weil man kennt halt einfach nur Hulk als Mann und dann ist ja Hulk halt ein Mann. Ich würde auch nicht Wonder Man sehen wollen, ne? Weil Wonder. Ja. Woman ist Wonder Woman. Fertig. Von allen möglichen Orten und ich liebe die Schauspielerin. Auf einem Geisterschiff. So, was machen wir jetzt hier? Ich habe hier so einen Liebesbrief gefunden. Mein Schippe. Von M. Miller. Flo Filler. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Hey, hat ja, die Brille. Ja, ist ja unheimlich. Scheiße auf das Gold, wir müssen bloß hier runter. Was ist denn da jetzt? Ich kriege ihn nicht auf. Hey! Hierher! Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit! Wow, ja, aufspringen. Nicht, hat jemand eine kleine Dynamit dabei? Dann finden wir es doch raus. Ja, soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Ja, genau, weil du das auch hinkriegst. Das war das da halt. Wir
brauchen eine Ablenkung. Der ist aber nicht grün. Dann wird Ende von den Weibern zu Ski halt. Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Und die Ende ist halt ein schwarzer Ski-Hulk und die anderen weiß. Hast du gesehen? Ich bin gewieft. Geil. So, Junge, jetzt komm mal rein hier. Wir hätten natürlich auch mal gucken können, was Ablenken gebracht hätte. Das ist wahrscheinlich, dass keiner von beiden stirbt. Du hast Verstecken gemacht, oder? Nee, ich hab Rides gemacht. Jetzt? Was jetzt? Stopp! Du hast dich verdrückt? Ja. Nein! Fliss! Geh zurück und hilf dir doch! Nein! Warum denn immer sie? Nimm doch Brad, diesen scheiß weißen Nerd! Sind wir nun sicher? Toll. Super. Scheiß drauf! Ja, wegen dir. Wir müssen Fliss holen. Geh hin und tausch dich aus. Geschnappt. Ja, holen wir sie. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Oh, Scheiße. Seine Augen. Du hast recht. Hast du seine Augen gesehen? Nee. Was war denn damit? Die haben so gewackelt. So gewackelt. Da war keiner rein. Was steht da? Ah, Regeln zum Extrawacht in Sicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen die Zusätze und so weiter. Hey, was war das? Ganze Kletten, keine Spiele machen, die dies reden. Längste Beschreibung bis. Ja, alte Klamotten wollte ich schon immer anziehen. Oh! Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. Scheiß Drecksfickratte, Alter, ehrlich. Ey, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Wo kamen die raus? Aus der Waschmaschine. Da wird ja jetzt wohl nicht noch einer rauskommen. Warte, ich guck mal nach. Gleich die Machete mit. Kopf abschlagen. Ich versteck mich heute hier. Nee, kommt echt gerne raus. Nee, es wäre auch komisch, wenn das jetzt nochmal passiert. Out of bounds. Das ist ein out of bounds, spielst du das auf Englisch? Oh, na. Was war denn das? Alter, hier war doch ein Geist gerade, oder? Da stand da gerade irgendwie. Jetzt muss ich mal wieder nochmal angucken. Das sah aus, als würde hier jemand stehen. Oder kann man es bloß so vor? Aus wie so eine Marinetussi. Echt? Hm? Wo ist der? Sie sind hier. Du klingst irgendwie so gar nicht überrascht gerade. Wieso? Ja.
mich, ob Fliss okay ist. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay, du machst dich bloß verrückt. Du hast die Gunst. Okay? Nein. Ah. Du warst ja schon drinnen, ne? Wer weiß. Was ist das denn hier? Wo sind denn unsere Freunde eigentlich? Ach da. Können wir hiervon noch was nutzen? Wir brauchen die Verteilerkappe wieder, wenn wir hier raus wollen. Fliss, Baby, Fliss. Ich muss meine Fliss retten. Geräusch meinst du? Nein, hab ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das. Klar. Weichert das Spiel eigentlich automatisch? Ja. Oh, ein Rattenköpfchen. Süß. Ich habe ein Buch gefunden. Geil. Fühl ich mal einen Rattenkopf besser. Habe, 19. Juni, habe in Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Haben unsere Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen. Insbesondere bei schlechtem Wetter zu Großbelastungen können leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni, es gab Beschwerden über Fehlfunktionen, über elektrische Ausführungen bei der Überprüfung und Ausrüstung. Habe ich Zinnwirtsbildung an mehreren Komponenten festgestellt, ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Viskobildung verlangsamen. Ui. Warte, found a picture. Weißt du da schon wieder so Dreckschwumm? Weiß es nicht. Was ist das? Ein Rattenkopf? Ja, jetzt hab ich nur den Rattenkopf. Oh, hier ist ein Stück Gold drin. Gar nicht. Oh ja, doch. Ist Bewegung. Da unten. Gar nicht. Hey, Julia! Julia! Oh, ich hab was gefunden. Wieso haben die uns auf das Schiff geschleppt? Da unten ist irgendjemand. Ach, da haben wir doch wieder hier unseren Captain Jack Sparrow. Captain Black Sparrow, das ist ja der Schwarze. Hey, seht mal! Ist das die Verteilerkappe? Der Duke? Wir brauchen sie! Oh, jetzt kommen wir auf Pisten, ey. Da ist Helene. Wir müssen sie holen. Müssen wir. Müssen wir? Yo, Brad! Komm schon, wir müssen das durchdenken. Stopp! Brad! Was machst du da? Jesus, aber nicht. Heiliger Mist! Weißt du, erst kriegt er nichts gebacken und jetzt macht er einen auf was Assassine hier. No, no. Ich dachte mir gerade, Alter, was ist denn bei dem los? Deckung! Da kommt der Rudi, der Barfuß-Rudi. Barfuß-Rudi? Oh, Fliss-Beziehung gesteigert? Wie geht denn das? Fliss ist vorne dabei gerade. Guck mal, noch bin ich hier und schon bin ich wieder woanders. Jetzt spielen wir Wo ist Waldo? Kennst du Wo ist Waldo? Nee, was ist denn das? Das ist so ein Typ mit so einem Pullover, einer Bommelmütze, so rot-weiß gestreift auf so Bildern mit 100.000 anderen Leuten. Da musst du Waldo suchen. Okay. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber das heißt, wo ist Waldo? Okay. Das wusste ich schon.
aber ich weiß, was du meinst für Spiele. Oh, Fliss, Fliss! Los, nimm den anderen, nimm den Red. Lass Fliss laufen. Geil. Scheiß auf die Kappe. Ich will savoir, wo sind die anderen. Gegen den wohl schwarze Augenringe, der eine. So, jetzt von hinten, bam! Jetzt die Mutter an den Kopf werfen. Boah, Nitterkopf. Ach, super. Geil. Brad, los, Fliss, lauf. Okay, ich seh dich. Komm schon, komm raus. Stell dich rüber zu ihr. Wir folgen ihm, nicht aus den Augen lassen. Weil sie so gute Pläne macht. Warte, was hast du getan? Ich wollte es doch nicht. Wir müssen Abstand halten. Ach, da ist er, die Ratte. Hoffentlich ist das schnell. Ich mach das. Meinst du, Alex ist die Ratte? Nein. Du hast gesagt, da ist auch die Ratte. Ja, auf dem Boden war doch gerade eine Ratte. So, ja. Mein Junge, gib die Knarre her und verpiss dich. Na gut, okay, ich geh weiter. Da rennst du auch schon hier gerade. Also eher noch in den Dreien rum, oder? Hm? Was war das? Hörst du das? Das weiß ich nicht. Nicht lustig. Kenne das Spiel nicht. Sparta lügt. Würde ich etwas anderes behaupten, wäre das doch scheiße. Was ist denn hier vor? Ich sag's euch, das war ein Eisberg. Und wir gehen unter. Da kann man an die verschiedenen Enden bei dem Spiel freischalten? Ja. Zum Beispiel, dass Fliss schwanger ist. Warte. Echt jetzt? Hier waren wir schon. Dann müssen wir uns ja abficken. Ich glaube nicht. Boah, er müsste das Spiel dann 9 Monate spielen. Hast du uns einen Preis geführt? Ich hab ein Messer. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden. Das ist mitgenommen? Klar, könnte nützlich sein. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Geil. Alex, du tust damit noch der falschen Person weh. Leg's lieber weg. Warte, meinst du, das ist eine gute Idee, wo? Ach hier, ja. Forrest Gump hier. Hält mir immer auf die Knarre hinterm Rücken. Sind wir hierher gekommen? Oh. War da ein Geheimnis gefunden? Hm. Na, du bist gerade Conrad, oder? Nein, Fliss. Echt jetzt? Wenn ich still und glücklich bin, dann spiele ich Fliss. Hey! Hier steht, heute gibt's Rinderragout. Hm, lecker. Es sieht so aus, als wäre diesen Tag alles zum Stehen gekommen. Schrocken. Scheiß Druckluft, das ganze Schiff hier. Ist eingefroren. Das ist wirklich was ganz anderes wie ich. Das ist aber... Oh, da sitzt ja Arno Dübel. Da sitzt er. Kennst du Arno Dübel? Ja, ja. Da sitzt er. Das ist original. Boah, fuck, Alter. Gott. Alex, was ist denn? Bei mir kommen wir zu ohne Ratte. Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Warum sagst du es nicht? Der Arno ohne Diebe. Gedärme. Jesus Christ, Jesus Christ, yeah, 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 yeah. Jesus, have a gun. Sucht die Schuhe, Mademoiselle?
Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Oh, wow. Wow, wie W.O.W.? Ey, du Spasti, ich will das Bild anklicken. Was soll denn der Scheiß? Okay, was ist das denn hier? Die U-Wing. Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Der Englisch. Was war das? Ich hab nichts gehört. Vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt. Notizbuch. Mittwoch, 18. Juni. Wir sind noch nicht lange auf See, aber das Essen habe ich schon gehörig satt. Der Fraß heute Abend war ein Witz. Ich denke, mit die Köche machen sich schon das Beste aus dem, was wir haben. Aber etwas Frisches könnte ich töten. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist ein großes Glas voll frischer Kaltmilch zu trinken. 19. Juni. Die amerikanische Zeitung berichtet alle über das Massaker in Philadelphia. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, dass sich daheim die Leute auf der Straße gegenseitig umbringen, während wir hier draußen sind, um unser Land zu schützen. Nach dieser Lektüre hätte ich echt ein Bier vertragen können. Doch leider hat der Captain sämtliche Alkohol streng verboten. Schätze, ich muss wohl heute Nacht Schläfchen zählen. Alter! Was ist das gerade für Geräusch? Sind du hast gerade bestimmt. Nein. Oh, was denn jetzt? Alter? Oha. Vorahnung freigeschaltet. Gefordert wird. Oh, ich ramm irgendjemanden ins Messer rein. Nämlich unseren Typen hier. Du hast das Spiel pausiert. Ja, ja, ich habe mir die Vorahnung nochmal angeguckt. Ach so. Ah. Und der Inche-Typ, der ein Messer hat, bin doch ich, oder? Und das sah gerade aus, als würde ich das Messer unserem Nerdy Boy reinrammen. Halt. Echt? No. Das ist ja in Ordnung. Hier stimmt was nicht. Nö. Nö, das geht. Was? Nö. Was? Du Scheiße. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Die Judy meint gerade, irgendwas ist noch hier drinnen mit uns. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Hier ist ja die Halle. Wir sind wieder vorhin durchgegangen mit den zwei Soldaten. Kann ich irgendwie hier drauf? Ja, ich hab auch ein Messer. Mensch, Alter, kannst du mal neben mich so erschrecken? Ja. Du? Wieso ich? Geil, ich hab ein Messer. Boah, ich bin erschrocken gerade. Ich guck hier, will hier nochmal zurückgehen, um die Schatten abzuchecken, was die alte gelabert hat, dass sich da irgendwas gesehen hat in den Schatten. Und wie immer in der übelsten Stille. Ich bin ganz sicher, wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Okay. War cool, Jack. Alle wir tot, haben nicht viele Optionen. Wo jetzt hier wieder hin. Okay, nein. Oh, der hat sich gerade den Kopf gedreht. Oh! Scheiß Kapellen. Nicht mein Ding, weißt du? Ich glaube, hier geht's gleich rund. Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Ey, hier laufen Geister rum. Was ist das? Das Gefühl habe ich so. Ich kann dort die Menschen sehen. Und ich habe einen großen Penis. Sag mal, er ist bald tot. Hier ist gerade ein Geisterbrett rumgelaufen. Und ich habe gerade einen Sauguff gemacht. Das war der Fehler wahrscheinlich. Ach, das? Das war sowieso schon locker. Weißt du was? Lüg mich nicht an. Auch nicht, wenn du es gut meinst. Bratty Boy. Okay, Bratty Schluss Boy. Mit den Knochenbrüdern. Ich muss gleich mal pinnen. Hey, der hier hat einen Namen. Brian Carter. Was machen die eigentlich hier?
Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff. Oh, ich werde gerade verfolgt. Überall Zombies. Hier sind Zombies. Mich interessiert, wer die sind und was die hier tun. Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Die Aufnahme läuft schon wieder eine halbe Stunde. Also wir können dann gerne, wenn du sagst, willst du ins Bett gehen? Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Oh, Brad Warum wird, glaube ich, gleich zerfetzt. Tja, Brad. So kann man eine Beziehung auch machen. Ja. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Alter, Kindersorgen. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sie alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Ach, das sind nur Red Bull-Koffer, Mensch. Red Bull-Koffer. Was ist los? Psst. Okay, gut. Also meine Videosequenz ist zu Ende. Dein Video ist durch? Nee, noch nie. Also, ja, wenn es durch ist, sagst du Bescheid. Hä, wieso kann ich hier den Vorhang nach drüben schieben? Wie ist denn das? Ich bin gerade im Theater. Naja, dann gehen wir hier vorne halt weiter. Nichts jetzt zur Seite schieben kann. Treffen wir uns im Theater? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir leider nicht verraten. Ich bin jetzt gerade in so einem roten, rot beleuchteten Gang. Sieht aus wie der Gang der Puffmutter. Oh, jetzt, so jetzt kommt Filmsequenz. Hey, jetzt kommt der Heller von Zimbabwe. Ich spiele hier im Ernst. Ich halte es nicht aus. Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Was, Mann? Das hat mich jetzt geschächt. Oh, ein Hebel. Was kann der? Hebeln. Oh. Das ist blaues Licht. Was macht das? Blaues Licht. Na, kennst du das? Sarg. Geil. Mhm. Und von was? Was? Das mit dem blauen Licht? Das ist ein blaues Licht. Das macht blaues Licht. Leuchtet blau. Von Rambo 3. Conrad, nimm mal ein paar von denen. Hey, wo ist der? Eine zweite Meinung einholen? Oh, mach die Kiste auf, geil. Oh, geil. Die Kiste voll Blut. Na, bist du jetzt dort, wo die vier Särge sind? Nein. Ich muss gerade sagen, da brauchst du ja theoretisch bloß zu dir zurücklaufen. Dann müssten wir uns ja wieder treffen. Jetzt hast ich bin raus in einer frischen Luft. Beeilen wir uns, Fliss könnte in Gefahr sein. Oh, jetzt komme ich auch raus. Oder? Nee. Oh, jetzt kommt der Typ mit dem Hammer. Ist ja nicht, was mich das erinnert. Final Destination. Oh, könnte sein. Brad unter Deck. Okay. Hey, bist du sicher, du weißt, wo wir hingehen? Ey, den hab ich gerade verloren, den Brad. Fliss? Fliss? Genau, hallo? Der sagt gerade Fliss. Hallo. Hallo. Also jetzt aufhören? Ist fertig jetzt oder was? Na, ich würde jetzt den Brad spielen. Ich habe vorher die ganzen anderen gespielt und jetzt auf jeden Fall bin ich Brad. Warum auch immer. Naja, solange bis dein Video da fertig ist, ne? Der Teil vom Video jetzt. Ja, ich kann jetzt wieder steuern hier.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss hier. Sag ich mal Horrido, ne? Horrido und Weidmanns Heil in diesem Video. Ist der Furz kein Indianer, weil Peace, Peace. Bis zum nächsten Mal, euer Sparta und euer Ermex. Das lange ist falsch, weil ich bin Ermex, aber euer Ermex und euer Sparta. Und der Esel nennt sich natürlich immer bekanntlich zuerst. Ich gehe jetzt schlafen. Ich auch.